Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr auf den heutigen Keep Yourself Wild Club, auf das heutige Thema mit euch. Denn ich glaube, ich habe noch nie so viele Fragen vorab zu dem Keep Yourself Wild Club bekommen wie heute Abend. Das Thema ist wirklich eins, was, ich glaube, ich allen unter den Nägeln brennt. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, auf jeden Fall jetzt öfters Abstimmungen zu machen. Und bevor ich in den Keep Yourself Wild Club und in unser heutiges Thema, wie treffe ich gute, richtige und kraftvolle Entscheidungen starte, möchte ich einmal nochmal erklären, was der Keep Yourself Wild Club ist. Der Keep Yourself Wild Club ist unser kleiner Raum, wo ich immer dienstagsabends zu einem Thema eurer Wahl live komme und mit euch darüber spreche, wie man es schafft, seinem Herzen zu folgen, seine Träume zu verwirklichen, gute Entscheidungen zu treffen und euch eigentlich nur positive Gedanken, positiven Input und auch ein positives Umfeld mitgeben möchte. Denn ich weiß, dass der Grund, warum ich irgendwann losgegangen ist, dass ich einen Podcast gehört habe, der für mich war wie so eine verrückte beste Freundin, die mich bestätigt hat, all meinen Träumen zu folgen und das wirklich alles wahr werden kann. Und ich weiß mittlerweile einfach, dass solche Lives, solche Momente und solche Worte sehr, sehr kraftvoll sein können für Menschen, die nicht oder noch nicht das richtige Umfeld haben, um ihre Träume zu verwirklichen. Und deswegen gibt es das, weil ich einfach im Anschluss an solche Lives echt manchmal Nachrichten bekomme, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, wie ich habe mich an meine Traumschule beworben und wurde jetzt mit dem Stipendium angenommen. Und nimm diesen Abend einfach für dich mit, nutz die Zeit für dich, versuch auch wirklich 100% heute hier zu sein. Wenn du magst, leg dir Stift und Zettel bereit und lass dich einfach nur inspirieren und motivieren, wirklich deinen Träumen zu folgen. Bevor wir starten, schaue ich einmal in die Kommentare und du kannst mir super gerne schreiben, ob das dein erster Keep Yourself Wild Club ist, ob du schon öfter dabei warst. Und ich werde einmal, ich weiß nicht genau, wie es geht. Muss ich mich beim nächsten Mal informieren. Ich wollte unser Thema oben anpinnen, dass alle auch wissen, was unser Thema ist. Ich versuche es einmal. Bis dahin könnt ihr mir super gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mich gut hört, ob ihr mich gut seht und ob es euer erster, zweiter oder dritter Keep Yourself Wild Club ist. Wie ich gute Entscheidungen treffe. Mal schauen, ob das funktioniert. Bin ich gut. Voll gut. Thema, wie ich gute Entscheidungen treffe. Ich habe es fixiert, ich habe es geschafft. Für alle, die mich kennen, Technik ist nicht so meine Stärke. Es hätte jetzt auch deutlich schief laufen können, deswegen mega cool. Das heißt, für alle, die auch nachträglich reinkommen, ihr könnt ja auch immer das Thema sehen und wisst dann einfach genau, worüber wir sprechen. Und ich freue mich gerade wirklich total, denn wie gesagt, es kamen so viele Fragen da rein, dass ich mich dazu entschlossen habe, heute wirklich wie ein Q&A daraus zu machen. Und ich werde immer die Fragen vorlesen, die reinkamen. Die habe ich mir hier einfach mal notiert mit den Impulsen, die ich dazu hatte. Und dann einfach meinen Impuls dazu geben. Das heißt, selbst wenn du irgendwann raus musst oder nicht bis zum Ende dabei sein kannst oder später einschaltest, es wird gespeichert und du kannst dann einfach immer nochmal mit den Fragen auch später reflektieren, passt die Frage oder dieser Impuls auch zu mir und zu dem Thema, was ich heute habe. Und falls ihr auch zwischendurch Fragen habt, könnt ihr natürlich super gerne hier oder am Fragensticker stellen. Ich switch auch da immer durch und würde jetzt einfach sagen, lasst uns gemeinsam ins Thema starten, gute Entscheidungen treffen. Und die erste Frage, die reinkam, war die, ich habe generell Angst, Entscheidungen zu treffen. Was kann ich dagegen tun? Und ich glaube, dass es uns häufig so geht, dass wir generell Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Insbesondere dann, wenn uns Entscheidungen aus unserer Komfortzone locken. Das heißt, Entscheidungen sind hier nur dann schwer, wenn irgendwas auf dem Spiel steht. Wenn wir uns zwischen, keine Ahnung, der veganen Salami und der veganen Fleischwurst entscheiden müssen, dann ist es jetzt so, vielleicht das eine, vielleicht das andere. Aber es ist keine Entscheidung, die uns sehr fordert. Wenn es aber Entscheidungen sind, die uns aus unserer Komfortzone bringen, die vielleicht eine große Veränderung in unserem Leben bewirken, dann ist es meistens so, dass wir darüber nachdenken, was ist, wenn ich scheitere? Was verliere ich alles durch diese Entscheidung? Was könnte alles schiefgehen? Und mein Impuls an dieser Stelle ist, zu fragen, dass du dir anfängst, andere Fragen zu stellen und nicht denkst, was kostet mich diese Entscheidung? Was könnte ich durch diese Entscheidung verlieren? Sondern was kostet es dich, diese Entscheidung nicht zu treffen? Denn wir denken immer, wenn wir keine Entscheidung treffen, dann ist es gut und alles bleibt so. Aber in dem Moment, wo du keine Entscheidung triffst, triffst du eine Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen. Und du gibst die Macht, die Verantwortung und die Kraft, die du eigentlich hast, dein Leben zu gestalten, ab.
Und ich glaube, das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich sollte anfangen, Entscheidungen zu treffen, denn dann kann ich mein Leben in die Bahnen lenken und auch in die Bahnen erweitern, die für mich einfach wichtig sind, wo ich es hin erweitern möchte. Natürlich war in meiner Komfortzone nicht die Tierschutzorganisation und nicht alles, was ich heute mache. Ich musste Entscheidungen treffen, meine Komfortzone so zu erweitern, dass das heute meine Komfortzone ist. Vor 10 Jahren war das gewiss nicht meine Komfortzone. Da konnte ich nicht mal einen Vortrag vor der Schule halten, ohne zu heulen. Und heute sitze ich eher hin im Live und spreche vor anderen Menschen oder halte Seminare. Das heißt, wann immer du dich nicht entscheidest, deine Komfortzone zu erweitern, wird deine Komfortzone bleiben, wie sie ist, oder in eine Richtung erweitert werden, für die du dich vielleicht gar nicht entschieden hast und auch nicht entscheiden würdest. Das heißt, du gibst deine Macht mit jeder Entscheidung, die du nicht triffst, ab. Und deswegen für alle, die Angst haben, generell Entscheidungen zu treffen, die ein bisschen mehr von einem verlangen könnten, die einen ein bisschen aus der Komfortzone bringen, frag dich, was es dich kostet, diese Entscheidung nicht zu treffen. Frag dich auch mal, was es dich in der Vergangenheit gekostet hat, bestimmte Entscheidungen nicht zu treffen, dass du dich nicht für einen bestimmten Job beworben hast, vielleicht nicht deinen Traummann geschrieben hast, was du für ihn empfindest, dass du gewisse Dinge nicht gemacht hast, weil du sie dir nicht zugetraut hast. Was hat es dich in der Vergangenheit gekostet, bestimmte Entscheidungen nicht zu treffen, und was wird es dich vielleicht auch in der Zukunft kosten? Und das ist für mich eine Ansicht, wie ich nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema Entscheidungen bekomme und warum es für mich das Allerwichtigste ist, Entscheidungen zu treffen, und zwar bewusst, weil du damit dein komplettes Leben lenkst und steuerst. Und ich hoffe einfach nur, dass alle jetzt zumindest schon nicht mehr so ganz flatterlich und ängstlich sind, wenn es ums Thema Entscheidungen geht, sondern dass ihr einfach schon mal das Gefühl habt, okay, wenn ich eine positive Entscheidung treffe, kann ja auch was Gutes entstehen. Und es kann tatsächlich sehr, sehr Gutes entstehen. Die nächste Frage, die kam, ist: Was mache ich, wenn ich mich in meinem Job nicht wohlfühle, aber das Geld brauche? Und es gab mehrere Fragen, die zu diesem Thema reinkamen. Das heißt, es gab Fragen wie: Ich bin in meinem Job, verdiene da gut, aber ich wäre lieber glücklich und dann habe ich Angst, kein Geld zu verdienen. Oder: Ich bin in einer Beziehung, habe aber Angst, mich zu trennen, weil ich dann alleine bin. Also es gab viele Fragen von euch, waren immer dieses Entweder-Oder. Und der erste Impuls, der mir dazu kam, der für viele von euch hoffentlich ein Gamechanger ist, ist: Immer, wenn es entweder oder ist, gerät unser Gehirn in Stress. Dann ist es entweder A oder B. Und unser Gehirn guckt hin und sagt: Oh Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn ich eins mache, dann verliere ich das andere. Und das setzt uns unter Stress. Und was passiert im Stress? Wir können nicht mehr klar denken. Es ist so, dass wir das Gefühl haben, entweder ich laufe weg, oder ich gehe in Schockstarre. Stress, Angst, Panik, Weglaufen, Kämpfen oder Schockstarre, das ist alles, was dann passiert. Und viele Menschen entscheiden sich dann entweder panisch in irgendeine Richtung zu laufen, ohne klar drüber nachzudenken, oder einfach gar keine Entscheidung zu treffen. Jetzt ist für viele so: Ja, was soll ich denn sonst machen, Michi? Und der Schlüssel liegt darin, eine dritte Option zu schaffen. Wenn dein Gehirn weiß, ich kann A, B oder C machen, dann triffst du viel, viel entspannter Entscheidungen. Und ich verspreche dir, dass es wirklich so ist. Es klingt gerade total banal, aber es ist einfach, wie Stress in unserem Gehirn ausgelöst wird. Und unter Stress treffen wir keine guten, klaren Entscheidungen. Und was ich allen Menschen, die gerade zwischen zwei Optionen hin und her switchen, empfehle, ist: Gibt es eine dritte Möglichkeit? Für die Person, die Frau, der Mann, die gefragt hat: Ich fühle mich in meinem Job nicht wohl, aber ich brauche das Geld. Gibt es einen Weg für dich, in deinem Job vielleicht erstmal die Zeit zu reduzieren, auf 60-70% zu gehen und dir 30% deiner Zeit zu nehmen für die Dinge, die du magst? Das heißt, wenn du ein Atelier aufbauen möchtest, weil du Künstlerin bist, ist es eine Option für dich, auf 70% zu reduzieren, das heißt, eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben und dir erstmal nebenbei deinen Traum aufzubauen. Denn es ist ein absoluter Irrglaube, dass wenn wir aus unserer Komfortzone treten, dass da unser Traumleben auf uns wartet. Da wartet der Weg zu unserem Traumleben auf uns, und dieser Weg ist lang und steinig und er hat viele Hindernisse und er fühlt sich auch nicht immer schön an, aber es ist der Weg zu unserem Traumleben. Deswegen ist diese dritte Option wie ein sanfter Weg. Du erweiterst die Komfortzone ganz sanft und hast halt nicht direkt diesen Stress zwischen entweder oder, sondern du gehst ganz sanft in eine Richtung zu. Wenn du schwimmen lernst, springst du ja auch nicht direkt ins Wasser, ohne schwimmen zu können, sondern gehst erstmal mit Schwimmärmchen rein, dann paddelst du ein bisschen, dann wird das Wasser immer tiefer, und so kannst du es dir auch mit deinen Träumen vorstellen. Das heißt, schaffe eine dritte Option und einen sanften Übergang. So haben es so viele Menschen gemacht, die ich kenne, und nur weil die heute schon voll in ihre
ihrem Traumleben stehen, heißt das nicht, dass sie einfach die Tür aufgemacht haben und sie waren da. Sie sind über eine dritte Option zu diesem Traumleben gelangt. Das heißt, wenn du zwischen zwei Sachen stehst, schau, ob es eine dritte Option gibt, einen Weg dazwischen, und auf diesem Weg wirst du auch irgendwann das Gefühl empfinden, jetzt ist es Zeit, all in zu gehen, ohne dass ich Angst habe, weil ich jetzt so viele Bilder in meinem Atelier verkaufe, dass ich einfach kündigen kann und finanziell sicher bin. Das heißt, schaff eine dritte Option, geh auch in einen sanften Weg und nimm dir wirklich selbst den Stress, denn das ist der Hauptgrund, warum viele, viele Menschen keine guten, keine kraftvollen und am Ende auch Entscheidungen treffen, die sie bereuen. So süß, wenn ihr mal die Herzchen drückt. Das freut mich immer voll, wie es hier einfach reinfliegt. Ah, ich sehe gerade gar nicht eure Kommentare. Ihr habt ja weitergeschrieben. Ach, ihr seid so süß. Mega, 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 mega schön. Die nächste Frage, die reinkam, ist: Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und bereue es total. Was kann ich tun? Was ich aus der Frage rausgehört habe, ist direkt, dass du es bereust. Und so wie es sich gelesen hat, ist es so ein bisschen, dass du auch ein bisschen mit dir auf Kriegsfuß stehst. So, warum habe ich diese falsche Entscheidung getroffen? Ich bereue das total. Das hätte ich niemals machen sollen. Und. Und ich glaube, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Das heißt, das Wichtigste ist hier schon mal so ein bisschen die grundlegende Bewertung rauszunehmen. Natürlich gibt es Dinge, die objektiv betrachtet einfach nicht richtig sind. Das heißt, manchmal machen wir Sachen, manchmal treffen wir Entscheidungen, manchmal tun wir Dinge, damit verletzen wir andere Menschen, damit verletzen wir uns selbst. Damit haben wir rückblickend irgendwas gemacht, was wir heute anders machen würden. Wichtig ist, du kannst heute nichts an der Vergangenheit ändern. Aber du kannst heute etwas in diesem Moment ändern und auch an deiner Zukunft. Und wie machst du das? Indem du aus jeder falschen Entscheidung lernst. Denn selbst wenn du eine Entscheidung getroffen hast, sagen wir, du hast ein Studium begonnen, weil deine Eltern gesagt haben, das ist das Richtige für dich, weil du nach Sicherheit gehen wolltest, weil du irgendwie auch dachtest, ja, vielleicht haben alle anderen doch recht und mein Herz ist nur ein verrückter Spinner, dann hast du über diese falsche Entscheidung gelernt, was deine Werte nicht sind. Und klarer definiert, was deine Werte sind, klarer definiert, was du möchtest, klarer definiert, wo du hingehen willst. Denn es hätte genauso gut sein können, dass der Weg, den deine Eltern, deine Freunde oder die Gesellschaft dir vorgelebt hätten, der richtige Weg für dich gegangen wäre. Das wusstest du damals vielleicht gar nicht. Aber über diese falsche Entscheidung hast du gelernt, was deine Werte sind, was du vielleicht wirklich im Leben möchtest, was du nicht mehr willst, und hast angefangen, dich dieses überhaupt zu fragen. Denn hast du dich, als du die falsche Entscheidung getroffen hast, gefragt, was du wirklich willst? Warst du da überhaupt in dem Bewusstsein, über deine Fragen, über deine Entscheidungen, über dein Handeln und über dein Leben zu reflektieren? Die meisten nicht. Die meisten Menschen lernen und werden erst bewusst über falsche Entscheidungen, über Dinge, die nicht so laufen, wie sie wollen, über Dinge, wo man wirklich auf die Nase fällt und es verdammt, verdammt wehtut. Denn erst wenn es wehtut, werden viele Menschen wach. Das heißt, nimm dir den Druck aus vermeintlich, scheinbar falschen Entscheidungen, okay? Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, du kannst immer neu wählen. Egal wann, egal wie, egal wo. Du hast jetzt die Entscheidung, dich anders zu entscheiden. Du kannst nicht in die Vergangenheit reisen, die Vergangenheit ändern, aber du kannst heute eine Entscheidung treffen und in eine andere Richtung lenken. Und mit jeder Entscheidung an jedem Tag, die du triffst, kannst du dein Leben neu ausrichten und neu gestalten. Niemand hat so viele Möglichkeiten wie wir hier in Europa. Niemand hat so viele Chancen, so viel Potenzial zu entfalten wie wir. Niemand hat alles, all die Ressourcen. Wir sind an einem Ort, wo wir wirklich alles erschaffen können, wenn wir wollen. Wir können zur Uni gehen, wir können zur Schule gehen, wir können uns trennen, wir sind nicht an Partner gebunden, wir können in andere Länder reisen. Niemand ist so privilegiert wie wir. Alles, was wir tun müssen, ist die Entscheidung zu treffen, diese Privilegien zu nutzen, die wir haben. Okay? Das heißt, sei dir bewusst über alles, was du hast, die Ressourcen, die Privilegien, deine eigene Schöpferkraft, und dann entscheide dich heute neu. Du musst nicht die gleiche Entscheidung treffen, aber es ist eine falsche Entscheidung, wenn du heute immer wieder die gleiche Entscheidung triffst wie vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren für den falschen Job entschieden, dann entscheide dich heute neu und entscheide dich morgen nicht die gleiche Entscheidung wie vor 10 Jahren zu treffen. Das würde ich dir raten. Die nächste Frage. Ja, hätten wir es besser gewusst, hätten wir es anders gemacht. Das ist es. Du hast heute ein Wissen, was du damals nicht hättest. Du hast heute einfach, ja,
deine Sicht geschärft auf die Dinge. Das ist ein sehr, sehr schöner Kommentar. Danke, Bianca. Die nächste Frage. Wie entscheide ich mich für meinen Traumjob? Das ist, glaube ich, seit ich so meinen verrückten Traumjob lebe und gefunden habe. Es gibt ja keine Beschreibung für das, was ich mache. Zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Also bei einem Jobberatungsgespräch, glaube ich, ist es niemand so, dass der Berufsberater einem sagt, ey, machen Sie mal sowas wie Tierschützerin mit Social Media, Freiwilligenvermittlung, bisschen Spenden nebenbei, gehen Sie ab und an live und motivieren Sie irgendwie Tiere und Menschen, ihr Potenzial zu entfalten. Das sagt ja niemand. Das heißt, den ersten Impuls, den ich allen Menschen mitgeben möchte, die sich nicht für einen Traumjob entscheiden können, ist, frage dich nicht, welche Jobs es auf dieser Welt gibt, Krankenschwester, Polizist oder sonst was, sondern frage dich, was macht mir Spaß? Was macht mir Freude? Was fällt mir leicht? Mit welchen Aufgaben und Problemen kommen auch Freunde zu mir? Das heißt, welche Ressourcen, welches Potenzial sehen Freunde in mir? Und schreib dir das mal auf und geh mal in dieses Gefühl rein. Und dann entdecke, was du daraus machen kannst, okay? Am Ende bezahlen Menschen und du kannst mit allem heutzutage Geld verdienen, wirklich. Du kannst mit allem heutzutage Geld verdienen. Und am Ende, insbesondere bei spirituellen, bei kreativen Menschen, zahlen Menschen nicht für deine Zeit, sondern für deine Energie. Und deine Energie ist am höchsten, am stärksten, am liebevollsten und am anziehendsten, wenn du das machst, was dir Freude macht. Wenn du das machst, wo dein Herz lacht. Wenn du das machst, wo du anfängst zu strahlen und deine Augen zu funkeln. Ja? Und der zweite Punkt ist, wenn du deiner Freude folgst und die Angst verlierst, etwas aus dir heraus zu erschaffen, nimm den Druck raus. Es gibt Menschen, die hatten in ihren 20ern eine andere Person, Vision und eine andere Leidenschaft als in ihren 30ern. Das heißt, nur weil du dich vielleicht heute dazu entscheidest, sagen wir mal, Künstlerin zu werden, und das die nächsten 10 Jahre das, was dich glücklich macht, heißt das nicht, dass du mich mit 30 nicht neu erfinden kannst. Vielleicht gehst du 10 Jahre lang den Weg als Künstlerin und merkst dann, ich möchte in eine andere Branche gehen. Ich habe mich hier erfüllt. Und dann geh doch mit der Erfüllung. Nimm dir den Druck raus. Keine Entscheidung ist endgültig. Wirklich überhaupt keine Entscheidung. Du hast jeden Tag die Wahl. Du hast jeden Tag die Möglichkeit. Du kannst dich sogar mit 65 in Deutschland an der Uni einschreiben. Du kannst sogar mit 60 eine neue Ausbildung anfangen. Du kannst auch mit 30. Und es gibt einen Spruch von einer Frau, die heißt Greta Silver. Den finde ich so geil. Der heißt, die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie die Zeit von 30 bis 60, ja? Also hab doch keine Angst dazu. Du kannst dich in deinem Leben 100-mal neu erfinden, wenn es dir danach ist. Geh mit dem, was dir heute Freude macht. Und wenn es sich verändert, dann ist es vollkommen in Ordnung. Du veränderst dich ja auch. Druck rausnehmen, mit der Freude gehen und dann gucken, was du daraus erschaffen kannst, okay? Das ist wirklich das, was ich dir an der Stelle mitgeben möchte. Denn auch ich erfinde mich immer wieder neu. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich möchte nur Freiwilligenhelferinnen vermitteln. Freiwilligenhelfer und Freiwilligenhelferinnen. Und dann ist mir aufgefallen, was eigentlich diese Gabe und dieses Potenzial hinter dem ist. Was ist es eigentlich, was mich so an der Arbeit mit Primaten fasziniert? Und es ist dieser Moment, wenn ich sehe, dass der Funken wieder angeht. Ich habe mit so traurigen, kleinen, verwaisten Lebewesen zu tun, wo manchmal ja, nicht ein Funken Lebensfreude da ist. Und dieser Moment, wenn du Wochen und Monate kämpfst und dieser Funken kommt zurück, das ist es, was mich motiviert, das ist es, was mich antreibt. Und als ich erkannt habe, dass man das genauso mit Menschen machen kann, habe ich angefangen, hier abends live auf Instagram zu kommen, weil das ist es, was ich liebe, ja. Und wenn ich früher jemandem gesagt hätte, meine große Leidenschaft ist es, Funken in Lebewesen zu entfachen, damit sie endlich ihr Potenzial erkennen, damit sie wild und frei werden. Da hat der Berufsberater mir einfach nur gesagt, ja, das können sie in ihrer Freizeit oder sonst machen, da gibt es überhaupt keine Jobs. Und ich habe dann mein eigenes Ding erschaffen. Das heißt, was auch immer du machen willst, was deine Gabe ist, was es ist, was du kannst, wo du strahlst, wo du leuchtest, mach es. Es ist ein Weg. Vielleicht ist es ein Trampelpfad und vielleicht ist da ein bisschen Dorn und vielleicht ist er sehr matschig und vielleicht auch manchmal mit Hindernissen und Hürden, musst du auf allen Vieren entlang rutschen, aber es ist dein Weg. Sehr schön, ich hoffe, ich habe total Spaß. Die nächste Frage. Ich habe Angst, was andere sagen, wenn ich mich für meinen Traum entscheide. Das heißt,
Du hast vermutlich so süß. Ich bin manchmal von euren süßen Kommentaren abgelenkt, sorry. Ja, mega schön. Mandala malen, Kinder- und Jugendarbeit, es gibt so viele Sachen, also go for it. Starte, schaffe dir einfach Raum und Möglichkeiten und geh los. Ich habe Angst, was andere sagen, wenn ich mich für meinen Traum entscheide. Das ist, glaube ich, was ich richtig gut nachvollziehen kann. Also als ich damals rausgehen musste, das war für mich ganz, ganz schrecklich. Und ich habe es schon ein paar Mal im Live erzählt. Das erste Mal, als ich richtig rausgegangen bin, das war bei uns auf dem Weihnachtsmarkt, bei uns im Ort. Ich habe dann damals so einen kleinen Spendenstand aufgebaut und mich gesammelt Spenden für die Affen und habe da den ganzen Tag gestanden. Und die einzigen Menschen, die an meinen Stand kamen, waren die kleinen Kinder, die meine Süßigkeitenbox plündern wollten. Ich hatte Süßigkeiten gekauft und dann dachte ich, ja, dann lachst du die Kinder an und vielleicht auch die Eltern und kommst du ins Gespräch und kannst sie für Tierschutz und Affen begeistern. Und ich stand den ganzen Tag da. Es hat sich genau eine Frau mit mir unterhalten. Die war auch eher skeptisch dem gegenüber, was sie macht, aber sie hat zumindest Fragen gestellt und sie war zumindest da und sie hat mir zumindest zugehört. Hat sich dann auch netterweise in meine Newsletterliste eingetragen und wir hatten nach 8 Stunden Spendenstand, genau 0 Euro gesammelt, 2 E-Mail-Adressen für unsere Newsletter, davon war eine von meinem Mann Marc. Und ansonsten haben uns alle Leute nur schief angeguckt, warum wir in unserem Ort auf dem Weihnachtsmarkt mit Affenleinwänden stehen und anderen Leuten erzählen, sie sollen mal für Tierschutz losgehen. Das heißt, ich kann 1:1 verstehen, wie man sich fühlt, wenn man schräg von Leuten für seinen Traum angeschaut wird. Ich wurde richtig schräg angeschaut und es war richtig schlimm für mich. Ich war damals, als ich dann im Auto gesessen habe, habe ich einfach nur zu Marc gedacht, ich lasse besser alles bleiben. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der Affen toll findet, außer mir. Irgendwas habe ich falsch gemacht in dieser Welt. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Planeten geboren. Und es war wirklich richtig hart für mich. Also, ich weiß nicht, du kannst dir vorstellen, du stehst 8 Stunden da mit deiner Vision und möchtest mit Leuten unterhalten und niemand hört dir zu und alle gucken dich schräg an. Da kannst du auch, keine Ahnung, das Fell von einem Eisbär haben und das kommt durch. Deswegen kann ich 1:1 verstehen, wie es dir geht, wenn du Angst hast, was wirklich andere sagen. Und trotzdem habe ich festgestellt, und das war die wichtigste Sache, das Problem liegt nicht bei den anderen, sondern bei dir. Als ich damals angefangen habe, für meinen Traum loszugehen, und als ich damals auf dem Weihnachtsmarkt stand, da habe ich alles, was ich heute sehe, nur mit geschlossenen Augen gesehen. Ich habe die Augen zugemacht, ich habe geträumt, ich habe gesagt, das ist meine Tierschutzorganisation, ich vermittle Leute, gemeinsam bauen wir die Station auch supporten, die mit finanziellen Mitteln, mit Leuten, die vor Ort unterstützen, wir bauen irgendwann eine eigene Farm. Ich habe all das gesehen, ich habe die Augen zugemacht und ich habe das gesehen. Ich habe die Augen aufgemacht und nichts, rein gar nichts davon war da. Das heißt, wenn ich meinen Freunden, wenn ich meinen Eltern und auch wenn ich natürlich diesen Leuten auf dem Weihnachtsmarkt davon erzählt habe, dann war für die nichts davon greifbar. Und das darfst du verstehen. Wenn du anfängst zu träumen, bist du der einzige Mensch, der deine Träume sieht. Okay? Und wenn Menschen nicht daran vertrauen können, weil sie es noch nicht sehen, ist das nicht schlimm. Was du machen darfst, ist deinen Weg konsequent weitergehen, so lange, bis sich dein Traum in der Realität manifestiert hat und du diesen Leuten zeigen kannst, wovon du geträumt hast. Vielleicht können sie es sich sehen, bevor es da ist. Aber wenn du es manifestiert hast, kannst du es ihnen zeigen. Das ist die eine Sache. Bleib dran, nimm es nicht persönlich. Die meisten Menschen haben einfach verlernt zu träumen. Und das hat nichts mit dir und deiner Vision und was du tust zu tun, sondern damit, dass Menschen einfach verlernt haben zu träumen. That's it. So simple. Und die zweite Sache, die ich für mich gelernt habe, ist, es berührt mich nur so viel, wie ich es zulasse. Ich habe am Anfang sehr viel Kritik für meinen Weg bekommen und hat mich sehr, sehr runtergemacht. Also es hat mich sehr, sehr getroffen und mich immer wieder verunsichert. Und wenn ich dann in neue Gespräche mit Menschen gegangen bin, bin ich mit 50% Sicherheit und 50% Unsicherheit da reingegangen. Oder ich bin mit 50% Liebe reingegangen und ich habe gesagt, ich stehe jetzt hier zu 50% hinter meinem Traum und die anderen 50% weiß ich noch nicht. Ich habe anderen Menschen so viel Raum gegeben, ihrem Bullshit, ihre Angst, ihre Wut, ihre manchmal auch einfach Pessimismus in mich und meinen Traum reinzuprojizieren, weil da noch 50% Platz war. Ich habe ja nur 50% hinter meinem Traum gestanden und einfach den ganzen Kram, die ganze Kritik, die andere Leute gesagt haben, reingelassen.
Heute ist es nicht mehr so. Heute ist meine Grenze hier. Und ja, es gibt Kritik, die ist wirklich konstruktiv und die geht durch. Aber wenn mir jemand sagt, ganz ehrlich, es interessiert sich doch niemand mehr für Affen, was machst du für einen Scheiß? Dann denke ich mir einfach, ja, sorry, bis hierhin und nicht weiter, das kannst du wieder mitnehmen. Das ist wie, als würde ein Paketbote an deiner Tür klingeln und wenn dir ein Päckchen Scheiße in die Hand drücken würde, dann würdest du es auch nicht annehmen. Dann würdest du sagen, so, das nehme ich nicht an, das können sie mit zurücknehmen. Und genauso mach es bitte auch mit negativer Energie. Du hast nur so viel negative Energie, nur so viel Unsicherheit, nur so viel in deinem Umfeld, wie du zulässt. Und es ist absolut nicht verboten zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du einfach Eltern hast, die am Anfang denken, sie müssten dich mit allem, was sie haben und all ihren Worten und all ihrer Energie und all ihren Taten dran beschützen vor deinen verrückten Träumen, dann sei geduldig damit und sag einfach, ich weiß, dass meine Eltern verlernt haben zu träumen, aber ich kann es trotzdem. Und ich werde meine Träume trotzdem leben. Und das ist für mich rückwirkend richtig schön, weil ich hatte, als ich das erste Mal aus Afrika zurückkam, ganz, ganz langes, sehr unschönes Gespräch mit meinen Eltern. Meine Eltern wollten damals wissen, was ich beruflich machen möchte. Und ich war schon immer ein Briefschreiber. Ich habe schon immer Leuten Briefe geschrieben. Wenn mir jemand eine Frage stellt, dann schreibe ich häufig Briefe von Hand zurück. Das ist einfach so, dann kommt die Energie besser aus mir raus. Dann habe ich meinen Eltern ganz lange einen Brief geschrieben, dass ich meine Träume leben will. Und dass ich an meine Träume glaube und dass ich noch nicht weiß wie, aber dass mein ganz großes berufliches Ziel ist, meine Träume zu leben. Und meine Eltern waren so wütend, als sie den Brief bekommen haben. Ich stand mit meinem Vater in der Küche und dann sagte der, wann hörst du denn endlich auf zu träumen? Wir dachten, das wird irgendwann besser. Also wirklich so, wir dachten, es wird irgendwann besser, weil ich immer so verträumt war, weil ich immer mir Sachen ausgedacht habe, weil ich immer fantasiert habe. Und ich habe das damals so persönlich genommen, aber meine Eltern sind einfach nicht so. Meine Eltern träumen nicht, meine Eltern sind rational und Fakten sind Fakten und was ich sehe, das sehe ich und was ich nicht sehe, das existiert nicht. So. Und dieses Verständnis einfach aufzubringen. Viele Menschen haben verlernt zu träumen. Und wenn du noch träumen kannst, dann träum so groß, so kraftvoll, manifestier all die wunderschönen Dinge in deinem Leben, dass du andere Menschen inspirierst, wieder zu beginnen zu träumen. Denn das ist das, was gerade mit meinen Eltern passiert. Ich manifestiere meine Träume, ich lebe meine Träume und meine Eltern fangen an, ja, sich zu fragen, ob es tatsächlich mehr gibt als nur Fakten und Wissen, wenn die verrückten Träume des eigenen Kindes tatsächlich geklappt haben. Das heißt, sei einfach ein Vorbild für alle, die verlernt haben zu träumen. Die nächste Frage. Welche Rolle spielt ein finanzielles Risiko und wie gehst du damit um? Also es sind zwei Fragen. Welche Rolle spielt für mich ein finanzielles Risiko, wenn ich meine Träume lebe und umsetze und wie gehe ich damit um? Die erste Sache, die ich hier wieder schaffen würde, und das habe ich erst vor kurzem nochmal richtig gelernt oder ist mir nochmal richtig bewusst geworden, ist einfach, schaffe diese dritte Option, die dir den Druck rausnimmt, ja? Schaffe einfach eine Option, die dir den Stress rausnimmt zwischen entweder ich habe berufliche Erfüllung oder ich bin finanziell erfolgreich. Entweder ich habe eine glückliche Beziehung oder ich bin frei. Entweder ich bin gebunden oder ich bin frei. Lasse dieses Entweder-Oder fallen. Du kannst finanziell irgendwann erfolgreich sein und berufliche Erfüllung. Aber manchmal ist berufliche Erfüllung auch mit einem finanziellen Risiko verbunden und ich kann es wirklich eins zu eins nachvollziehen. Wie ich damit umgehe, ist, dass ich realistisch bleibe. Als ich vor 3 Jahren gesagt habe, vor 2 Jahren, ich möchte als Tierschützerin leben und losgehen, ist mein und war mein ganz großer Traum, eine eigene Tierschutzstation in Südafrika zu haben. Mit einem eigenen Tierkrankenhaus, wo einfach alle Tiere, die verletzt wurden durch Gewalt von Menschen, weil sie aus den Gärten vertrieben wurden, die überfahren wurden, die geschlagen wurden, die mit Paintball-Pistolen abgeknallt werden, einfach richtig fiese Verletzungen davon tragen, dass all diese Tiere wirklich von uns aufgenommen werden, kostenfrei im Tierkrankenhaus betreut und wieder ausgewildert werden, dass wir einfach Primaten dort aufnehmen. Es war so ein ganz, ganz großer Traum in mir. Und ich habe immer die Augen zugemacht, ich weiß genau schon, wie meine Farm aufgebaut ist. Und ich dachte mir nur so, als ich das losgerechnet habe, das kostet 1 oder 2 Millionen Euro, das werde ich nie umsetzen. Das heißt, damals war mir bewusst, dieses finanzielle Risiko, ich habe überhaupt nicht die Ressourcen und Möglichkeiten, das einzugehen. Gerade im Moment. Ich wüsste nicht wie. Selbst wenn ich 20 Nieren hätte, hätte ich nicht 20 Nieren verkaufen können, um das zu stemmen. Das heißt, ich war realistisch. Und dann habe ich gesehen, was ist die dritte Option? Die Option zwischen, ich werde Lehrerin und ich habe meine eigene Tierschutzstation mit Tierkrankenhaus und allem drum und dran und schaffe diesen Ort für Tiere in Not.
Und diese dritte Option, diese Brücke zwischen diesen beiden, die natürlich auch ganz, ganz viel finanzielles Risiko beinhaltet, war diese Tierschutzorganisation zu gründen. Das war erstmal ein viel kleineres finanzielles Risiko. Dafür brauchten wir ein paar tausend Euro, am Ende auch mehr als wir dachten. Auch das war am Ende schon richtig übel für uns. Aber es war realistisch und machbar. Das heißt, das Erste, was ich empfehlen würde, ist dein finanzielles Risiko realistisch umsetzbar? Das heißt, kannst du das auf eine Art und Weise stemmen? Oder musst du erst einen Weg finden, um da reinzukommen, um irgendwann dieses Geld in dein Leben zu ziehen, um irgendwann Kontakte und ein Netzwerk zu haben, um irgendwann vielleicht große Investoren zu haben, die dieses Projekt mit dir umsetzen? Das heißt, wie realistisch und was ist eine realistische finanzielle, ein realistisches finanzielles Risiko, was du gerade angehen kannst? Denn Zwischenträume gehört auch immer ein bisschen Realität dazu. Das kommt ausnahmsweise von mir. Und das Zweite ist dann, wo kann Geld herkommen? Das heißt, wie kannst du Geld in dein Leben ziehen? Wie kannst du auch einfach deine aktuellen Kosten reduzieren? Und das war für uns, wie wir finanzielles Risiko minimiert haben. Wir haben unsere Wohnung damals aufgegeben, sind zu meinen Eltern gezogen. Es war dann damals so, dass ich zwei Jobs hatte am Anfang, um die Organisation finanziell tragen zu können. Und ich hatte einfach bis zum Sommer noch Nebenjobs, um diese Organisation finanziell tragen zu können. Das heißt, ein finanzielles Risiko war da. Aber dadurch, dass ich wusste, dass wir es realistisch stemmen können, war ich bereit, es einzugehen. Weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wahre Erfüllung sich irgendwann in alle Lebensbereiche ausstrahlt. Und ich bin ehrlich, das ist das, was sich jetzt zeigt. Die ersten zwei Jahre in dieser Tierschutzorganisation waren finanziell echt kacke. Und da habe ich schon öfter drüber geredet. Wir mussten die ersten fast zwei Jahre bei meinen Eltern in einem Zimmer wohnen, hatten keine Wohnung, haben das Geld halt einfach gespart und investiert, um diese Organisation aufbauen, auch finanziell am Laufen halten zu können, um Projekte fort aufzubauen und die Station während Corona zu unterstützen. Da ist so viel reingeflossen. Und irgendwann war es dann so, dass wir eine Wohnung wieder hatten, dass ich nur noch einen Nebenjob hatte, dass ich keinen Nebenjob mehr hatte, dass ich jetzt hier bin und die Zeit und für mich als Tierschützerin arbeiten kann. Das heißt, für mich spielt ein finanzielles Risiko eine Rolle. Insofern, als dass man sehr, sehr bewusst und sehr, sehr durchdacht in dieses finanzielle Risiko gehen sollte. Ich bin kein Mensch, der sagt, kündige einfach und irgendwie wird das Geld zu dir kommen. Vertrauen ist gut, aber manchmal sind auch Pläne ganz gut. Sondern was sind realistische finanzielle Risiken, die du stemmen kannst? Musst du deinen kompletten Job aufgeben? Kannst du es irgendwie auch parallel laufen lassen? Was sind Möglichkeiten, wo du deine Einnahmen und Ausgaben sinken kannst? Was sind auch Möglichkeiten, an finanzielle Mittel für deine Träume zu kommen? Und dann nutze alle Ressourcen. Schäme dich nicht, für deine Träume loszugehen. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ja? Wir haben über, keine Ahnung, 100 Menschen, die uns damals supportet haben und doch noch an unseren Traum geglaubt haben, auch wenn keiner von denen auf dem Weihnachtsmarkt bei uns im Dorf war, es geschafft, diese Organisation zumindest zu einem kleinen Teil mitzufinanzieren. Das heißt, es spielt eine Rolle und man muss durchdacht daran gehen, aber es ist kein Grund, nicht loszugehen, sondern einfach nur ein Grund, wirklich durchdacht und mit den Problemen oder mit den Herausforderungen bewusst loszugehen. Das heißt, wenn für dich finanzielle Risiken sind, welches Risiko kannst du stemmen? Wo kann Geld herkommen und wie kannst du es langfristig umsetzen? Denn langfristig ist meine Farm auch noch mein großer Traum. Und ich weiß, dass die wahr wird. Ich weiß, dass wir diese Farm haben werden. Und es ist egal, wie viel das kosten wird. Es wird wahr werden. Ich weiß, ich habe einfach nur mit allem, was ich habe, mit den Ressourcen, den Mitteln, den Netzwerken und diesem Traum noch viel, viel mehr da reinwachsen. Nächste Frage. Was tun, wenn man sich Sorgen um mögliche Probleme macht? Das heißt, wenn man eine Entscheidung trifft und man das Gefühl hat, oh, das könnte ein Problem werden, das könnte ein Hindernis sein, das könnte schief gehen. Das heißt, du fragst dich andauernd, was könnte alles schief gehen? Und du hast was sehr, sehr Cleveres hier oben drin, und zwar dein Gehirn. Und dein Gehirn, wenn du ihm Fragen stellst, gibt dir Antworten. Das heißt, wenn du dich fragst, wie sieht ein rosa Elefant aus, dann wird dein Gehirn dir ein Bild von einem rosa Elefanten in den Kopf projizieren. Wenn du dich fragst oder wenn dich jemand fragt, keine Ahnung, was hast du letzte Woche gemacht, dann fängst du an, drüber nachzudenken. Dein Gehirn versucht immer, Antworten zu finden. Das heißt, jede Frage, die du deinem Gehirn stellst, versucht es dir zu beantworten. Stellst du ihm die Frage, was könnte alles schiefgehen, wenn ich mich für meinen Traum entscheide, wird dein Gehirn dir 1000 Antworten liefern, die mit Problemen, mit Dingen, die schieflaufen könnten, wenn du anfängst, deine Träume zu leben. Die coole Sache ist, wenn du dein Gehirn fragst,
was könnte alles funktionieren, was könnte alles gut laufen, was für Möglichkeiten ergeben sich, wenn ich meine Träume lebe, dann wird dein Gehirn dir auch da 1000 Antworten liefern. Das heißt, es ist einfach der Blickwinkel, den du verändern darfst. Und das heißt nicht, dass du Probleme oder Hindernisse ausblenden solltest. Das ist super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und vorbereitet in seinen Weg zu gehen. Aber du solltest nicht daran festhalten. Wenn du dich fragst, was sind die Probleme und Hindernisse? Und ein Problem und ein Hindernis könnte das Finanzielle sein. Ein Problem und ein Hindernis könnte sein, dass Gegenwind von außen kommt. Dann schreib dir das auf und suche nach Lösungswegen. Anstatt es da enden zu lassen, was ist das Problem? Das Problem ist eine finanzielle Hürde. Punkt. Stell eine neue Frage. Wie kann ich dieses Problem lösen? Wie kann ich eine Lösung dafür finden? Häufig stellen wir uns genau eine Frage und da endet es. Was könnte alles schiefgehen? Das könnte alles schiefgehen und dann ist Ende. Aber du kannst immer noch auf dieses Problem eine weitere Frage stellen. Wie kann ich dieses Problem lösen? Und dann wirst du Antworten finden. Und häufig sind 99,9% von den Dingen, die schiefgehen könnten, auch gar nicht so realistisch. Als ich damals das erste Mal nach Afrika geflogen bin, hatte ich Angst, dass ich mir ein Bein in Johannesburg am Flughafen breche. Ich weiß nicht wieso, ich hatte irgendwie Angst, dass mir alles schief gehen könnte, dass ich ins falsche Flugzeug steige, wie bei Kevin allein zu Hause, der ins falsche Flugzeug gestiegen ist. Und ich dachte, das könnte tatsächlich realistisch sein, wenn die mich immer alleine auf Reisen geht, dass genau so alles schief laufen würde. Spoiler, ich habe mir weder ein Bein gebrochen, noch bin ich ins falsche Flugzeug gestiegen, noch wurde ich von der Schlange gebissen oder sonst was. Alles ist gut gelaufen. Das heißt, sortiere auch erstmal aus, was sind realistische Hindernisse. Wie kannst du vorbereitet auf diese Hindernisse zugehen? Das heißt, auf die Kritik von außen, auf finanzielle Hürden, auf eine Mehrbelastung, sei vorbereitet und frag dich dann, und was könnte eigentlich auch alles richtig geil laufen? Was könnte sich verändern? Was wäre die geilstmögliche, die schönstmögliche, die bestmögliche, das bestmögliche Szenario, wenn ich mich für meine Träume entscheide? Und dann mach mal die Augen zu und guck, was dein Gehirn dir für Antworten gibt. Das ist richtig, richtig crazy. Und die letzte Frage, und ihr könnt auch super gerne hier in den Kommentaren Fragen stellen, wenn euch Fragen aufgekommen sind, habt ihr auch jetzt, bevor ich die letzte Frage, die vorab reinkam, noch die Möglichkeit, einfach eine Frage zu stellen, die euch gerade auf der Seele brennt. Eine weitere Frage, die reinkam, ist, wie treffe ich in persönlichen Krisen gute Entscheidungen? Und ich glaube, persönliche Krisen können immer vermutlich Dinge sein, wo man gerade nicht so viel, wo man gerade das Gefühl hat, alles bricht auseinander und irgendwie ist man total lost und alles bricht weg. Und persönliche Krisen haben häufig damit zu tun, dass in unserem Äußeren etwas wegbricht und wir erst dann merken, wie verunsichert, unbewusst und mit uns selbst in Unfrieden wir im Inneren sind. Denn wenn im Außen alles wegbricht, hast du nur noch dich, nur noch dein Inneres, nur noch dein Frieden. Und das ist der Moment, wenn wir in persönliche Krisen geraten. Wenn wir merken, wir haben uns über das Äußere Stabilität gesucht, über das Äußere Liebe, über das Äußere Sicherheit, über das Äußere Anerkennung. Und dann ist der Job weg, dann ist der Partner weg, dann stirbt vielleicht jemanden. Und diese Krise zeigt uns, wie instabil, wie fragil, wie von uns selbst getrennt wir im Inneren sind. Und so war es bei mir auch, als ich, bevor ich losgegangen bin für meinen persönlichen Weg, war es einfach so, dass alles schiefgelaufen ist in diesem Sommer. Alles. Mein Papa war sehr, sehr krank und mein Opa ist im gleichen Sommer gestorben. Ich habe damals meinen Job verloren. Es war so viel, im Studium gab es so große Scheißprobleme damals, wo ich einfach nur dachte, ich versuche es gerade allen recht zu machen, Leute. Ich versuche es allen recht zu machen. Ich versuche einfach nur ein guter Mensch zu sein. Warum bricht gerade alles weg? Warum muss meine Familie krank sein? Warum darf es meiner Familie nicht gut gehen? Warum ist es so, dass ich meinen Job jetzt verliere? Gerade dann, als mein Papa krank wurde, war das eine absolute Katastrophe. Weil natürlich auch, wenn du krank bist und auch vor allem, wenn du schwer krank und langfristig krank wirst, ja auch finanzielle Mittel wegbrechen. Das war in diesem Moment einfach alles Kacke. Wirklich alles. Ich habe da einfach gesessen, ich habe geheult und ich habe einfach gesagt, ich will dieses Leben so, wie es ist, nicht mehr. Ich war in einer absoluten Krise. Und das war für mich mit das Beste, was mir je passieren konnte. Weil ich gemerkt habe, wie
wenig ich mit mir selbst verbunden bin und war und wie wenig Klarheit eigentlich in meinem Inneren war, wie wenig Stabilität. Und da ist all diese Sicherheit, nach der ich gestrebt habe, nach diesem sicheren Weg, den ich doch noch eingeschlagen bin, weil meine Eltern gesagt haben, das ist der sichere Weg, mach diesen Job neben dem Studium, das ist der sichere Job, mach dieses Studium, das ist das sichere Studium, mach dies, mach das, mach jenes. All das kann wegbrechen, all das ist das Äußere, Altersvorsorge, Gesundheit, all das sind nicht Dinge, die selbstverständlich sind. Du kannst von heute auf morgen tot umfallen und das ist mir in diesem Moment auch bewusst geworden. Und das war für mich eine persönliche Krise und das ist auch für mich eine persönliche Krise, wenn man merkt, wie instabil man eigentlich im Inneren ist. Und was ich dann einfach empfehle, ist, Klarheit zu schaffen. Fang an, eine Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Fang an, dir Fragen zu stellen, die dich wieder mit dir selbst verbinden. Sei es über Coaching, sei es über eine Therapie, sei es über Podcasts, sei es über Bücher, aber fang an, die Beziehung zu dir zu pflegen, Selbstliebe aufzubauen, liebevolle und gesunde Entscheidungen dir gegenüber zu treffen. Und dann wirst du auch merken, was liebevolle und gesunde Entscheidungen wieder im Außen sind. Und du wirst dann ganz andere Entscheidungen vom Innen heraus treffen. Warum? Weil du auf einmal aus einem stabilen, liebevollen, sicheren, friedlichen, starken, mutigen inneren Entscheidungen triffst, die dir ein ganz anderes Außen aufbauen, ein ganz anderes Außen. Denn aus einem starken, liebevollen Ich suchst du nicht nach Ressourcen im Außen und versuchst dir einfach ein Außen aufzubauen, was dich schützt. Du baust keine Mauern mehr auf, du baust einfach gefühlt wie ein großes Festzelt auf, wo Leute reinkommen können, wo du dich erweiterst, wo du dich ausdehnst. Und das ist es wirklich. Ich würde dir empfehlen, schaffe Klarheit mit dir selbst. Lese Bücher, stell dir Fragen, geh ins Coaching, hör Podcasts oder je nachdem, wie stark deine persönliche Krise ist, geh auch in Therapie. Es ist absolut keine Schande, in Therapie zu gehen. Ich habe es auch schon mal hier gesagt, dass ich sogar, als ich 17 war, stationär in der Therapie war. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Jeder Mensch kann in eine persönliche Krise zu geraten. Und das Wichtigste, bevor du irgendeine Entscheidung im Außen triffst, ist Entscheidungen in dir zu treffen, Klarheit in dir zu finden, im Frieden mit dir zu kommen und Ruhe zu finden und dann vom Innen nach Außen ein Außen zu erschaffen, was deinem wahren Inneren entspricht. Denn dann entsteht auch keine persönliche Krise mehr, weil das, was im Außen wegbricht, du genau weißt, es kann dir nichts im Inneren wegnehmen. Und das ist das, wie ich vorgehen würde, was ich dir entscheiden würde, was ich dir empfehlen würde. Schaff Klarheit, schaff Stabilität, schaffe Selbstliebe im Inneren, denn das ist alles, was dir bleibt. Das ist auch alles, was mir geblieben ist. Ich meine, es war für mich ein Jahr später nicht wirklich besser. Also bevor ich in es war einfach innerhalb von einem Monat eine absolute Horrorkatastrophe. In diesem einen Monat ist mein Opa damals gestorben, mein Papa wurde schwer krank, der Job war weg, das Studium war kacke, alles. Und ein Jahr später habe ich meinen großen Traum angefangen zu leben und dann kam Corona und ich hatte mein Studium unterbrochen, ich hatte es gerade gewechselt, mein Papa war immer noch krank, mein ganzer großer Traum ist aufs Eis gelegt worden. Ich hätte den gleichen Grund gehabt, in diese gleiche Demut, in diese gleiche depressive Haltung zu verfallen, wie ein Jahr zuvor. Ich habe es nicht gemacht und ich habe mich so oft gefragt, warum in diesem Moment. Ich habe gefragt, warum verliere ich gerade nicht das Vertrauen? Also ich habe mich manchmal gewundert tatsächlich, so, es ist gerade so viel Unsicherheit, woher kommt diese Ruhe, woher kommt dieser Frieden? Und es war einfach diese Selbstliebe, diese Beziehung, dieses Vertrauen, auch dieses Vertrauen in meine Träume und dieses trotzdem Weiterleben, dieses trotzdem Weiterleben und nicht aufgeben. Und das ist es einfach. Schaff Stabilität, Sicherheit, Frieden, Liebe in dir und egal, was im Außen passiert. Es kann dich traurig machen, es kann dich erschüttern, es kann dafür sorgen, dass du heulst, dass du wütend bist. Aber es kann dich nicht mehr in dir selbst so drin, so tief erschüttern und zerstören, dass du anfängst, am Leben selbst zu zweifeln. Und das ist es, wie ich Entscheidungen aus persönlichen Krisen treffen würde. Mich entscheiden, Frieden und Stabilität in mir aufzubauen. Ich hoffe, dass euch das auf jeden Fall hilft. Ich hau jetzt mal in den Fragesticker. Ob da noch Fragen kamen. Da kamen keine und ich sehe sonst jetzt auch noch mal durch eure Kommentare durch, ob da noch jemand Fragen hatte. Könnt ihr super gerne stellen. Also falls irgendwie irgendwem gerade was auf dem Herzen brennt, braucht auch keine Angst zu haben. Ich mache mich auch immer seelisch nackig im Live. Das heißt,
Könnt ihr auch alle eure Fragen stellen. Es ist ein absoluter Safe Space und wir sind hier so eine schöne, anerkennende Community. Das heißt, jeder wird hier anerkannt, jeder wird hier angenommen. So süß, auch eure Kommentare sind so süß, das freut mich. So schön. Ja, und es hat am Ende wirklich alles einen Sinn. Also Happy Cheat Life hat geschrieben, danke fürs Teilen der Geschichte deiner Krise, es tut so gut zu hören, dass es am Ende alles immer einen Sinn hat. Ja, und wenn es alleine den Sinn hat, dass du anfängst, für dich Klarheit zu schaffen, weil das ist so wichtig. Aus einem instabilen Inneren, aus einem Inneren, was in Angst und Mangel und Trauer ist, wird nie das Traumleben entstehen, sondern immer nur eine Fassade. Und das ist wie, wenn du so eine ganz schön angemalte Mauer hättest, aber dahinter immer noch der Käfig ist. Es ist, als würdest du deinen Käfigstang mit Blumen schmücken, aber es ist immer noch ein Käfig. Das heißt, mach den Käfig rauf und geh raus und hör auf, mit Blumen zu schmücken. So schön. Danke, danke für all eure so, so schönen Kommentare. Mega cool. Ich warte noch 1-2 Minuten ab, ob noch jemand eine Frage hat und bedanke mich aber auch an der Stelle einfach echt für die Zeit, für den Raum, für die Community. Ja, es ist sehr, sehr schön auch immer für mich mit euch, diese Energie, weil man merkt es einfach und ich hoffe einfach nur, dass der ein oder andere, wenn er hier rausgeht, zumindest immer so anfängt wieder zu träumen, wieder ein bisschen lernt zu träumen. Ach, eure ganzen Herzen. Danke. Es tut so gut zu hören. Die negative Energie der anderen kann auch gern bei den anderen bleiben, auf jeden Fall. Wow, am Samstag gehe ich Flyern für Grundrechte für Primaten in Basel das erste Mal. So genial, richtig, richtig schön. Träumen, planen, handeln, feiern. Das ist der Dragon, das ist die Dragon Dreaming Methode. Das kenne ich gar nicht. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal danach an. Für alle, die auch Notizen gemacht haben, die Kommentare sind hier weg. Ihr könnt euch mal Dragon Dreaming Methode aufschreiben. Ja. Ja. So cool. Auch die Kommentare, die ihr hier schreibt. Und schreibt super gerne auch, wenn ihr immer Impulse und Gedanken zu den Kommentaren oder zu dem, was ich habe, sagt, dann schreibt es hier rein. Denn wenn ihr etwas schreibt oder schreibt es in ein Journal oder ein Buch oder ein Notizbuch, was ihr habt, denn alles, was ihr aufschreibt, verfestigt sich nochmal so viel mehr. Perfekt. Ich glaube, dass alle Leute ihre Fragen vorher anonym gestellt haben. Das ist auch total in Ordnung. Ich kann das auch verstehen. Es ist ein sehr, sehr intimes und privates Thema. Aber ich bin euch so dankbar für alle, die wirklich ihre Fragen gestellt haben, die es auch geteilt haben, die auch die Möglichkeit gegeben haben, dass andere durch ihre Fragen lernen konnten. Und falls dir der Keep Yourself Wild Club, falls dir dieses Live gefallen oder geholfen hat, kannst du es natürlich super gerne immer teilen mit Menschen, wo du denkst, die stecken gerade vor einer großen Entscheidung. Schick das Live einfach weiter, sende es denen einfach. Ich glaube, dass es dem einen oder anderen wirklich, wirklich helfen könnte, all das zu hören, all diese Gedanken und all diese Impulse zu bekommen. Und ansonsten komme ich nächste Woche Dienstag auch wieder live, da wirklich keine Sorge. Solange ich in Deutschland bin ich immer dienstags abends für euch da. Und ich habe tatsächlich auch beschlossen, euch jetzt immer über das Thema abstimmen zu lassen. Ich habe sonst immer die Themen aus den Nachrichten geholt, die so die Woche über kamen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich euch nochmal abstimmen lasse, dass wirklich wie Schmitz Katze der Fragensticker explodiert und das man dann wirklich richtig merkt, wo der Schuh drückt. Deswegen freue ich mich da total drauf und danke euch einfach nur für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Dank du dir an der Stelle auch einfach selbst, dass du dir dienstagsabends die Zeit nimmst, hier dich eine Stunde mit positiver Energie aufzutanken. Und auch das ist eine Entscheidung und eine Entscheidung, die du für dich, für dein Inneres, für deine Träume und für dein Traumleben getroffen hast. Da kannst du stolz auf dich sein. Das kannst du heute Abend auch schreiben. Ich feiere mich, dass ich beim Keep Yourself Wild Club dabei war. Ich feiere dich auf jeden Fall dafür. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt einfach nur einen wundervollen Abend. Ich sende dir ganz, ganz, ganz viel Energie, ganz viel positive Energie für deine Träume und deine Entscheidungen. Drück dich von Herzen und wünsche dir alles Liebe. Keep Yourself Wild und sei frech wie ein Affe. Deine Michi. Macht's gut.